meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen an Bord. Ich möchte zunächst einmal auf Ihre Aufmerksamkeit hinweisen. Und es ist ja so, jetzt befinden wir uns ja in den Iden der Ferien, also des Urlaubs, das ist ja was da. Und es fährt ja kaum noch jemand, weil wir haben teilweise kein Geld oder auch durch diese Terroristen, das ist ja was man da, man braucht ja gar nicht mehr. Und die da haben natürlich die Reiseveranstalter sich gesagt, haha, und haben sich auch was, weil sonst geht ja keiner mehr aus dem Haus, zum Beispiel die Bahn, nicht? Bei der Bahn ist es jetzt so, die fährt nicht einfach nur so, nicht? Das ist ja schon schwer genug, die ist ja aus Eisen, sondern die müssen sich da natürlich, die fahren auch, wie ich gelesen habe, mit Verlusten und also auf jeden Fall haben die sehr große Dinge sich ausgedacht, damit wieder beispielsweise ein Terrorismuskontrolleur, nicht, der also durch die Gänge geht und sofort, wenn da ein Terrorist herumlungert, der glaubt, er könne, weil er gegen den Kapitalismus, dass der dann sagt, ich kann doch hier ruhig schwarz. Dann gibt es aber richtig mal was hinten drauf. Und, oder, jetzt vor kurzem habe ich es noch selber gehört, es war an einem stadtbekannten Bahnhof hier, da auf Gleis 4 oder was, da auf einmal kam die Durchsage, Achtung, Achtung, wenn hier sich ein Herr O, wer ist der, Sama, Bin Laden befindet, bitte. Dann ist es so, Herrschaft aus, der möchte bitte sofort seine Frau anrufen, weil da wäre der Postbote vor der Tür, der hätte so ein komisches Paket, was so, das tickt so komisch und die wüsste nicht, ob sie das einschreiben halt unterschreiben darf. Da soll er mal, ich weiß zwar nicht, wie Osama reagiert, wenn immer die Züge 10 Minuten zu spät kommen. Auf jeden Fall, oder nehmen Sie was anderes, beispielsweise in Norddeutschland ist es jetzt auch so, dass die sich auch gesagt haben, kann ich ja mal ganz gemütlich ihm erzählen, wir müssen auch was machen und da hat man in Norddeutschland hat man jetzt die ganzen Inseln, die hat man in langer Arbeit, das war nicht so einfach, vom Meeresboden gelöst, hinten schwere Motoren dran. Ich gebe mal ein Beispiel, Sylt ist jetzt so, da hieß es vor kurzem noch, haben Sie vielleicht gar nicht in der Zeitung gelesen, weil die das verschwiegen haben, da steht vorne auf Sylt steht ein Kapitän, der ruft dann, dann hacken die den, wie heißt der Damm da, ab und dann geht's los, dann können Sie also beispielsweise Leinen los, dann fahren die Kurs Helgoland mit ganz Sylt und dann können Sie da zollfrei Dosen abgeben oder was weiß ich. Und dann, das ist eben halt jetzt in den Angeboten, sonst kommt ja keiner mehr. Beispielsweise können Sie Sylt nach Mallorca, können Sie für billig mit der gesamten Bevölkerung für 399 Euro, ohne die Bevölkerung, schönen Dank, kostet es 299 Euro. Von Kleinknecht? Ich spreche gerade über von den Flugreisen, wollte ich nämlich, das ist ja so. Es hört ja beispielsweise überhaupt niemand mehr zu. Wenn man im Flugzeug diese Anweisung, man muss ja die Sicherheit, das macht ja kein Mensch mehr. Und ich glaube, Sie auch nicht. Ihnen ist das wohl egal, wenn man abstürzt, nicht? Das ist doch fürchterlich. Und dann, ich habe immer meine Weste. Sie gucken da den Film zu Ende. Naja, auf jeden Fall, es ist nett, dass Sie mal da sind. Wir können vielleicht mal diese Anweisungen, wenn Sie schon so, können wir vielleicht mal zusammen, dann machen wir es Ihnen noch mal kurz vor. Sie merken sich das, ich weiß, Sie kennen es teilweise auswendig, aber ich mache dann den Stuart. Das ist ja auch, das ist ja Unterhaltungswert an Bord. Vor kurzem habe ich noch verstanden, Sie können gegen Entgelt Sex und Erfrischungen, das hieß natürlich Snacks. Also. Meine Damen und Herren, jeder Sitz besitzt Gurte, die man zumachen kann und auch wieder auf. Für wer steht, da haben wir Stehgurte. Ich habe an Bord sind
4 Notausgänge zur Verfügung, die irgendwo ganz hinten mit dem Wort Exit herumlungern. Leuchtstreifen am Boden führen Sie auf die Fährte. Bei eventuellem, wenn Sie so einen Hals, bei Druckverlust fallen Ihnen Sauerstoffmasken auf den Kopf, an denen Sie, also Masken sind, also auch da ist es ein Pantomimkurs, und Sie können also daran ziehen, bis die Luft kommt. Ich habe im Falle einer, ich mache das ganz professionell, einer Wasserlandung, also dass man mal, finden Sie, was ist denn jetzt los? Ach so, ja gut, finden Sie unter Ihrem Sitz einen Schwimmlehrer, ich hab überhaupt noch gar nicht, das ist ja vollkommen, und 2 Armreifen. Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie der Menükarte in den. Damit sind wir. Wie kommt was ist das denn? Wenn Sie nicht aus dem Fenster schauen können, dann nehmen Sie ein feuchtes Ledertüchlein. Wer im Flugzeug joggen will, sollte sich bei der Stewardess einen Trainingsanzug, sagen Sie mal, was, das ist ja vollkommen sowas. Wenn Sie einen Säugling in die bordeigene Toilette, dann dürfen Sie nicht abziehen. Was, das ist ja wirklich vollkommen sowas, habe ich überhaupt. Wenn Sie sich einen Pfannkuchen, das ist ja sowas, habe ich überhaupt noch nicht. Hören Sie jetzt endlich, wissen Sie was, immer. So, meine Damen und Herren, wir sind sicher in Köln-Bonn gelandet. Wir bedanken uns, dass Sie mit uns abgestürzt. Ich habe sowas und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Frau Klenke, jetzt hören Sie auf, das gehört überhaupt nicht dazu. Kommen Sie mit ab. Das ist ja viel für Sie. Sie können sich noch viel bedanken.